level jetzt einmal, wo ich nicht weiß, was ich leveln soll. Und dann teleportiere ich mich, glaube ich, einmal nochmal zu dieser anderen Figur. I'll use my power to help you. Und da machen wir... Gewicht. Auch wenn das totaler Blödsinn ist, wahrscheinlich. Das war bestimmt ziemlich dumm. Aber egal. Meine Müdigkeit langsam wieder zurück. Aber wegen dem Clown muss ich mir halt echt mal irgendwie ein bisschen was angucken. Wie die den gemacht haben. Damage. Das ist echt der Wahnsinn. Mal, wie langsam meine Ausdauer jetzt regeneriert, weil ich dieses Amulett rausgenommen habe. Für den Technik-Buff. Das muss ich wieder rausnehmen. Ich brauche, glaube ich, echt das Amulett, das andere. Weil sonst regeneriert sich meine Ausdauer so unfassbar langsam. Das geht sonst nicht. Ich brauche das. Und hier könnten wir auch mal überlegen, was zu machen. Erhöht den Schaden, der Puppen zugefügt wird. Erhöht maximale RP. Technik, das muss raus. Ich brauche das mit der Ausdauer. Das muss ein bisschen zügiger gehen bei mir. Sonst kann ich nicht die ganze Zeit rennen. Das klappt so sonst nicht. No, 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 no! Das ist sonst nicht spielbar für mich. Ich habe schon wieder keine Heilung, ne? Drüber Ergo brocken. Geht's hier hinten irgendwo noch lang? Nee. Ist es nur die da vorne? Die da rumpimmelt jetzt? Aber ich muss sagen, ah nein, und ein Kind. Die haben sie echt gut gemacht, die Charaktere. Also es gefällt mir wirklich sehr, sehr, sehr gut. Das Kind nicht runter?
Raum ist es gar. Knapp. Und da kriegen wir nur so ein Sternenfragment daraus, ey. Katzenturm hier schon wieder rum. So, und was ist das da hinten? Da geht es anscheinend irgendwie runter oder so. I. Ah, guck mal hier. Da sind wir vorhin lang gelaufen. Haben reingelunzt mit unseren Äuglein. Luke, weil die geheime... hoch geht's ja auch. Notizen zu einem Experiment. Der Körper der Testperson ist besser als erwartet. Ihre Ergo-Koordination, ihre körperliche Sensibilität und ihre Anpassungsfähigkeit übertreffen alle Erwartungen. Bessere Ergebnisse kann man sich nicht wünschen. Jetzt muss nur noch eine Entscheidung getroffen werden. Ich kann meine Tat nicht ungeschehen machen, aber ich bereue sie nicht. Zum Bereuen bin ich schon zu weit gekommen. Ich bin bereit, ein Gott oder ein Teufel zu werden. Ich hoffe nur, dass der Besitzer des Körpers durch diese Rache Frieden finden wird. Und vielleicht ist dieses Gebet ein letztes Überbleibsel meiner Menschlichkeit. Hurensohn! Juwelen besetztes kryptisches Gefäß. Hier ist irgendwo ein Schmetterling. Ich habe halt kaum bis gar kein Leben, ne? Scheint aber nur eine leichte Puppe zu sein, nichts Schweres. Ach, das ist ein Polizist. Ich weiß, wo ich da rauskomme. Da komme ich an den Seitengang raus, wo ich in diesem Innenhof die Tür aufmachen kann. Hier rechts komme ich dann raus wahrscheinlich. Oh, wie unfair. Jetzt muss ich den ganzen Scheißweg da durch wieder latschen. Aber ich glaube, ich kann einfach an den anderen vorbeirennen. Hoffe ich jedenfalls. Ey, wie unfassbar unfair. Ich muss nur an denen vorbeilaufen. Ich meine, das sind ja auch nur 5 Charaktere oder so. Und so ein kleines, wahnsinnig gewordenes Mädchen hinter mir. Das schaffe ich. Easy peasy, oder? Easy peasy in den Raum rein, runterrutschen. Let's go. Von hier kam ich ja, ne? Ja. Ich meine, ansonsten verliere ich jetzt halt 2000 Fragmente, 2000 Ergo. Das ist jetzt auch nicht so das Problem.
Technikkurbel haben wir gekriegt dadurch. Siehst du, und dann können wir uns nämlich den Gang hier aufmachen. Und dann haben wir dadurch auch nichts gewonnen. Außer eine Abkürzung, die wir ja nicht nehmen, weil da mega viele Gegner auf einmal sind. Hallöchen, Spanni! Ja, noch live. Wir sind vorhin so lange an dem einen Clown hier unten gehangen. Das war unmenschlich, wie stark der einfach war. Hab ich so empfunden, dass er stark war. Für andere Leute war der wahrscheinlich easy peasy. Ich habe mit dem echt zu kämpfen gehabt. Und auch immer noch zu kämpfen, weil der ist nämlich immer noch am Leben. Und jetzt könnten wir theoretisch zu einem Boss reingehen, aber ich weiß nicht, ob das nur Sinn macht, wie viel Lust ich noch habe. Mir tun schon ein bisschen die Hände weh. Wir sind ja schon ein bisschen am Stream, aber ich probiere den gerne mal aus. Und hoffe, dass ich den... Ja, schaffe wird wahrscheinlich eher nichts, aber... Dass ich den vielleicht ein bisschen besiegen kann. Mal gucken. Aber wie geht's dir, Sporling? Schön, dass du reinschaust. Ich habe übrigens vorhin am Anfang des Streams ein bisschen erzählt, dass ich wahrscheinlich ab Oktober eine kleine Community-Challenge machen werde, wo ihr Community-Punkte sammeln könnt und die in ein Goal reinpacken könnt, sodass wir dann mal wieder so ein bisschen Zuschauerzahlen nach oben pushen und so. Weil das habe ich bei jemand anderem gesehen, der die Partnerschaft gerade beantragen will. Und das kam ziemlich gut bei deren oder bei derer Community an. Vielleicht ist das ja bei uns auch gerne gesehen. Ich, Romeo, werde der größte Stalker in ganz Krat. Dann bin ich stärker als Romeo und der größte Stalker der Welt. Mhm. The bosses work hard too, you know. Überleg halt, Feuer war vorhin auch recht effektiv, ne? Ich meine, wir könnten uns hier ja für den komischen Boss eigentlich die ganze Hucke vollhauen. Für den Clown. Aber ich will mal den anderen Boss probieren. Ich will da mal jetzt reingehen und mir den jetzt mal angucken. Wir sehen, wer oder was das ist. Oh, wir müssen erst zur Hotel Krat anscheinend. Weil wir ja so eine Spule gefunden haben. Und wir sollen anscheinend mit Geppetto reden. Wurde uns gerade angezeigt. Mir geht's auch sehr gut heute. Mein Bruder besucht in Österreich. Gerade ist heimgekommen. Ach schön. Dann hoffe ich, dass ihr einen angenehmen Tag hattet. Wetter war jedenfalls hier in Deutschland ganz angenehm. Knapp 8 Stunden kommen die Ermüdungserscheinungen. Ja, ich bin echt schon ein bisschen platt. Es macht halt Spaß. Und man versucht halt auch zu kämpfen. Aber man kommt halt immer wieder so an seine Grenzen dann halt einfach ran, ne? Also, beziehungsweise, man muss halt sehr, sehr, sehr geduldig sein in dem Spiel. Und ab einem bestimmten Punkt willst du einfach nur noch Damage raushauen und versuchst halt, die platt zu machen. Und das ist aber genau das, was nicht funktioniert. Du musst fokussiert, konzentriert rangehen, dann schaffst du es. Und sonst nicht. Muss ich hier jetzt 3 Dinger voll haben? Ergo-Verlust nach Tod fahren. Wir verlieren echt Ergo, wenn wir sterben anscheinend. Das habe ich gar nicht so mitgekriegt. Ach, hier unten haben wir jetzt auch was. Schneller Wundstein-Einsatz. Hm. Erhöht die maximale Anzahl der Pulszellen-Nutzung auf 3 sogar. Gucken, ob das was bringt. Jetzt haben wir 6. Vielleicht ist das gar nicht schlecht, sich 6-mal zu heilen. This portrait. I remember it fondly. Ach stimmt, das Porträt von uns. I was lost forever. I had no idea the Black Rabbit Brotherhood had stolen it. To think that you have brought it back to me. Forgive a foolish old man his memories. Memories of a happier time, my son.
I know just where to hang it in the hotel. Oh, so süß. Wir haben Klatschen erhalten. Oh Gott, wir hängen genau neben seinem Kamin. Ist das süß. Der hat uns wirklich ganz doll lieb, glaube ich. Unfassbar schön. Selbst das Klatschen ist geil. Man sieht ein bisschen Greenscreen. Ja, das passiert leider ab und zu. Je nachdem, wie ich mich hinsetze. Tut mir leid. City of Krat. Okay, mehr können wir nicht mit dem reden. Aber wir müssen unten noch zur Spule. Weil, beziehungsweise wir haben unten... Kann ich hier runterhüpfen? Entschuldigung. Wenn wir mal gucken, haben wir da eine Spule. Wo habe ich denn die? Da. Eine verschlüsselte Speichermedium in Form eines Metallzylinders. Vinigni. Okay. Wir kriegen wieder ein Geheimnis anscheinend. Ein kryptisches Gefäß. I always welcome friends. May I be of service? Ja. Kryptisches Gefäß entschlüsseln. Juwelenbesetztes no Gefäß. No trouble at all. I almost consider it my oldest hobby. Trust me, I won't let you down. There we are. A deciphered cipher just like... Well, just like I used to make. If you ever need me to help you decode another message, I'm at your service. Okay. So. Was haben wir da jetzt schon wieder bekommen? Ah, da ist es! Entschlüsselung des juwelenbesetzten kryptischen Gefäßes. Überprüfe den Boden am Ende der Klippe der Straße des Hauptbahnhofes von Krat. Von wo aus man einen guten Blick auf das Meer und die Wahrzeichen von Krat hat. Und da sollen wir dann diese Geste machen. Anhang. Ein Kurzbericht aus der Zeit ist zum gegenseitigen Vertrauen beigefügt. Du bekommst von mir genauso viel Geld, wie du willst, aber lass mich bitte raus. Es ist meine Pflicht, dich zu beschützen. Befolge bitte die Anweisung. Überall sind Puppen. Wo soll ich denn hin? Erstens, der Hauptbahnhof von Krat. Wenn du nicht fliehen kannst, geh zur San Frangelico-Kathedrale. Erzbischof Andreas nimmt Flüchtlinge auf. Aber werden wir überleben? Das liegt in Gottes Hand. Für alle Fälle habe ich zusätzlich Ausrüstung am Strand beim Bahnhof vergraben. Dort kannst du deine Reparaturen durchführen. Wir zählen auf dich. Melampho. Dann gehen wir da mal hin. Ich glaube, da muss ich hinter mir zurücklaufen, ne? Wie du den Viewer nachgemacht hast? Den Viewer? Wen habe ich nachgemacht? What? What the fuck? Ja, guck mal, wie einfach die hier sind. Da links. Wie du danach gemacht hast. Achso. Man sieht ein bisschen den Greenscreen. Ja, aber das Problem ist heute, seitdem ich meine Haare gefärbt habe, erkennt mein Mann das irgendwie nicht mehr so richtig. Und dann habe ich irgendwie ein Problem mit dem Greenscreen. Ich weiß auch nicht warum. Und ich meinte, ihr sollt mir das sagen. So, Boden überprüfen.
War Bodenüberprüfung nicht richtig? What? Hä? Kleiner Stringcoder, essen gelt wie du willst. Ach, Kerschi Berli. Dankeschön. Vielen, vielen Dank für die Donation. Das ist doch aber hier, oder? Dankeschön fürs Essen und Trinkgeld. Beziehungsweise es geht in meine... Shit, jetzt ist das ein bisschen... Ich muss das mal ordentlich machen mit dem Trinkgeld. Dankeschön. Vielen, vielen Dank für den Support. Hä, warum finde ich das denn nicht? Es geht in meine Spielekasse rein diesmal. Dass ich mir Spiele kaufen kann. Muss ich auf den Boden gucken? Das ist doch obviously genau hier, oder nicht? Oder muss ich eine andere Geste machen? Überprüfe den Boden am Ende der Klippe der Straße des Hauptbahnhofes von Grad. Vergraben dann vielleicht eher hier? Hallo. Oha, lieb von dir. Bin ich blöd? Ich find's nicht. Auf dem Bild steht er halt genau, aber am Ende bedeutet er eigentlich hier irgendwo. Ah, okay. So, was haben wir da jetzt gefunden? Eine Legionskaliber? Und was ist das hier? Kostüm, Jagdbekleidung des Gesühnten. Diese Kleidung trägt noch immer die Wunden des Bedauerns und der Verzweiflung. Als Stalkerin war sie stolz drauf, Menschen zu beschützen. Doch mit ihrer Würde war es dahin, als sie erkannte, dass sie zu einer Höllenführerin geworden ist. Er wusste gar nicht, dass, dass Lilith hier aus Diablo auch mitspielt. Oben, glaube ich. Nee, es war hier an dem Spot, aber ich musste noch weiter vorne an die Klippe. Es ist nur ein bisschen schwierig, weil auf dem Foto war halt abgebildet, dass es genau dann dort drauf sein soll, wo dieser das X ist. Und das war noch ein Stück vor. Also es war ein bisschen komisch umschrieben. Aber nichtsdestotrotz versuchen wir jetzt einmal noch den Boss. Wenn wir den nicht schaffen, machen wir da morgen weiter, Leute. Weil dann würde ich nämlich langsam auch heute Schluss machen. Okay, aber hier kann ich nichts mitmachen. Modifizieren kann ich die wieder, ne? Ja, das ist halt die Frage. Ich glaube, das hebe ich mir... Scheiße, ich hätte mir das Kaliber aufbehalten sollen. Richtungswechsel... Lockangriff. Das habe ich ja schon. Ich hätte mir hier das eine Kaliber aufbehalten sollen, glaube ich. Dann hätte ich jetzt upgraden können für eine Waffe, die ich eher spiele. Schade. I know my way around. I know. Wie kann ich eigentlich den Griff ändern? Ach, mit den Kurbeln. Ah. Hier ist mein Dolch. Kostet mich 500. Ergo. Ach, und dann würde das theoretisch mehr... eher nach... Ach, dann wird das besser. Naja, das könnten wir ja sonst morgen ausprobieren, würde ich sagen. Klingen kann man halt auch noch verbessern.
Okay, das ist ja interessant. Ja, das können wir sonst morgen machen. Wir werden den jetzt safe nicht schaffen. Kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Aber wir probieren den einmal, würde ich sagen. Und dann, ja, sehen wir uns morgen nochmal wieder. Falls wir Waffen upgraden müssen. Also dann würde ich nämlich einmal morgen komplett nochmal durchlaufen und alles looten, was es an Ressourcen gibt, an Ergos. Und dann können wir nochmal die Griffe ein bisschen upgraden und verbessern. Hinterher ist man immer schlauer. Ein Spiel kann ich dir doch auch kaufen. Naja, Gertschi Berli, ich weiß nicht, ob man bei Steam das DLC kaufen kann. Weil ich würde ja gerne das DLC von New World haben. Das kostet aber halt auch 30 Euro. Du hast mir ja jetzt schon 30 Euro gegeben. Daher ist alles gut. Das kommt ja auch so bei mir an. Nur die Sache ist, zum Beispiel dieses Lords of the Fallen. Das habe ich ja bei mir bei Steam reingepackt in meine Wishlist. Nur das möchte ich bitte nicht bei Steam haben. Weil das Problem ist, dass Lords of the Fallen werde ich definitiv an der Xbox spielen. Und da weiß ich nicht, wie das abläuft, dass ich da euch irgendwie das zur Verfügung stellen kann, dass ihr mir das kauft. Das weiß ich nicht. Ja, das DLC ist richtig teuer. Oh mein Gott, ich habe gedacht, ich sterbe. Was ist das? Du bist Ergo-Fragment? Aber Jinx, ich habe herausgefunden, man kann jetzt anscheinend in New World sich schon Pferde holen. Aber ich habe noch nicht herausgefunden, wie. Ich habe halt nicht mehr reingeguckt, muss ich ehrlich sagen. Das ist doch Geppetto und das sind doch wir. Er hat unser Herz rausgenommen. Man das skippen können? Ach du heilige Scheiße.
weglaufen bei der Attacke. Habe ich mir glatt gedacht. Hallo, Champs! What the f- sind das vier? Der sieht auch aus wie San Pinocchio. Oh mein Gott, der hat ein dickes Schwert. Oh nee, das ist wie so ein schneller. Da steckt also noch einer drin. Erinnert mich so ein bisschen an Diablo, wo Vasco oder wie der hieß, oder? Es war ein Terminator! Ey, James, danke schön für die Biddies. Und genau, Gertie Berdi. Also, das Spiel auf meiner Wishlist müsste für New World sein, das DLC. Aber wie gesagt, du hast mir ja jetzt schon ein bisschen Essens und sehr viel Essens und Trinkgeld gegeben. Also von daher, da ist auf jeden Fall New World schon drin. Und wegen Lords of the Fallen, das kostet, glaube ich, 70 Euro für die Xbox. Und da muss ich halt auch mal gucken, wie ich mir das dann kaufen werde. Nicht schlecht, aber tot. Ja, leider. Wollen wir nochmal versuchen? Ich würde aber, glaube ich, tatsächlich die Dolche... Obwohl, die Dolche... Ich weiß nicht, ob die Dolche am Anfang bei dem ersten so viel bringen. Da war die Axt schon tatsächlich sehr nett, fand ich. Die, also der Dolch, es ist ja nur einer. Ich sag immer die Dolche. Auf Steam ist aber kein New World bei dir. Ich glaube, es müsste gleich das zweite sein. Das heißt irgendwie DLC und hat auch so an seinem Bild so einen lilanen Streifen dran, wo DLC steht. Das ist auch das einzige DLC in meiner Wishlist. Ich glaube, es müsste gleich das zweite sein von oben. Ich habe Under the Wave oder wie das hieß. Oder Under the Water, das habe ich drin. Und dann habe ich halt noch... Danach New World. Und dann müsste Lords of the Fallen kommen. Aber es kann sein, dass es halt noch nicht drin ist, weil man es, glaube ich, noch nicht kaufen kann. Und Jinx, was du gesagt hast übrigens wegen den 30 Euro, das verstehe ich. Also, es ist schon sehr teuer, das DLC. Es ist fast genauso teuer wie das Spiel. Ich möchte es halt gerne spielen, weil ich halt mir hoffe, dass halt vielleicht ein paar neue Zuschauer dazukommen. Und natürlich auch, weil ich geschichtlich weiter wissen will, wie es weitergeht. Du hast ja nur bis zu einem bestimmten Level, wo du spielen kannst. Und dann, kommt ja nochmal extra Content, da gehen ja nochmal Storylines weiter und manche Bereiche werden halt geöffnet. Und da bin ich halt echt gespannt drauf. Ich glaube, es gibt erst ab dem 3. Oktober das DLC. Ah, okay, kann man erst ab 3. Oktober kaufen. Dankeschön. Vielen lieben Dank, ihr Lieben. Sub-Zero, Hallöchen, schön, dass du da bist. Und Hallöchen, Jinx. Ach, nicht Hallöchen. Danke, Jinx. Ich bin jetzt echt schon langsam Mischugge. Also, wir müssen irgendwie gucken, dass der hier länger durchkommt bei uns. Der Geist. Ja.
Okay, wir haben diesmal ein bisschen mehr Heilung. Und den Geist mitgenommen. Lieber kriegt Lilly einen Scooter, damit sie nicht überall hinlaufen muss. Oh ja, das ist auch geil, so ein Scooter, so ein Elektroroller. Habt ihr nicht... Der sieht aus wie wir. Als ob das ein böser Lies of Pinocchio ist. Kann sein, ja. Der ist halt ein bisschen größer als wir. Dann hat Geppetto uns aber komplett angelogen, ne? Und tut so, als ob wir so sein liebstes Kind sind. Am Ende noch. Alter Schwede. Also der macht dann auf jeden Fall Überhitzungsschaden. Vielleicht muss man da echt weit weggehen oder so. Der Boss ist echt gut, was? Aber ich finde den tatsächlich nicht so schlimm wie diesen hässlichen, ekligen, widerlichen, dreckigen Clown hier. Komm, einmal will ich den jetzt auch testen. Wir probieren den jetzt wirklich noch einmal und dann machen wir morgen, dass wir Griff leveln. Würde ich sagen. Aber so war das schon gar nicht schlecht. Oder ist das Geppettos erster Versuch, der fehlgeschlagen ist? Könnte theoretisch auch so sein, Links. Könnte auch sein. Weil Geppetto hat ja auch so ein bisschen rumexperimentiert. Könnte mir auch vorstellen, dass das einer von Geppettos Versuchen ist. Ist ein guter Hinweis. Könnte wirklich so sein. Würde auch die Ähnlichkeit erklären, ja.
bei den Großen ist tatsächlich immer der Trick, einfach unter denen zu bleiben. Das ist immer die beste Möglichkeit. Ich habe gar keine Chance. Gar keine Chance. Er hat mich einfach so mit seiner Sichel. Schade. Ja, okay. Also wir müssen echt versuchen, dass wir den Geist weiter mitschleppen können in die nächste Phase. Dann wäre das vorhin mit dem Romeo schon echt machbar gewesen. Die erste Phase nervt halt, weil zu viel Heilung drauf geht. Ja, leider. Da muss man aber halt einfach gucken, dass man da ein bisschen besser ausweicht. Nee, aber das machen wir morgen. Wir holen morgen unsere Ergos. Dann werden wir nochmal in Krat ein bisschen rumlaufen und unsere Griffe leveln. Und dann würde ich sagen, schaffen wir den schon. Und wir probieren dann nochmal früher oder später diesen Scheiß-Clown. Also, das kann ja nicht sein, dass wir wegen dem sterben. Also jetzt mal Real Talk. Wir haben Sex?